Willkommen zurück zum neuen vom Let's Play Transportführer. So, Busholz mit 1 und Busholz mit 2 werden heute vernichtet. Und erstens aus den zwei Linien eine Linie gemacht und zweitens ist es dann eh alles viel besser. So, gucken wir kurz an, was der Bahnhof für alles abdeckt. Okay, wissen wir Bescheid. So, jetzt wir fahren von hier einfach. Ja, das ist. Wie machen wir das? Ich nehme jetzt hier mal kurz alle Busse runter, alle Dinger weg. Ups. Haltestellen hinzufügen, fange hier an. Von hier raus, hier, hier. 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 Und wenn, dann hier vorne. So. Und den ganzen Spaß zurück. So. Und ich denke, dass da eigentlich relativ gut alles angeschlossen sein sollte. Also ich wüsste nicht, wo es hier Probleme geben sollte. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier nur noch alles verkaufen, den Bus löschen, hier alles verkaufen. Busholz Minden. Gibt es hier vielleicht ein Fahrzeugdepot? Ja, tatsächlich. Straßenfahrzeuge kaufen, einmal in Geld bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Takt. Lassen wir so. Wollen wir sagen, wir noch einen sechsten, weil so viel Verkehr ist hier. Jetzt finde ich nicht mehr. Busholz Minden. Da. Okay. Haben wir das? Gehen wir zur nächsten Stadt mit alten Fahrzeugen. Fleckberg, Sägemühle und so. Hier gibt es auch verschiedene Buslinien, ne? Fahren die beide gut? Nein. So, die würde ich sowieso ein bisschen umkürzen, umändern. Der Zug hier fährt er bis dort vor, ja. Der nimmt nicht gerade viel Bereiche mit. So. Okay. Setzen wir da mal noch eine Haltestelle dazu. So, dann würde ich sagen, wir machen so zwei Linien. Ne, warte mal, vorne in die Straßenbahn. Sollten hier eigentlich Straßenbahn fahren? Das ist schließlich die größte Stadt, die wir haben, oder? Ja, natürlich jetzt Unterland und eine Alternative. Hier auf Tram aufzurüsten. Wenn wir von hier. Ne, wir von hier. Ne, wir von hier. Da können wir genauso gut das wieder wegreißen. So. Tun wir ein bisschen was elektrifizieren hier.
war die Kante bis zum Bahnhof vor. Bau nicht möglich, ne? Dann fahren wir halt anders. So. Wir müssen jetzt. Ziehen ihm das Geld ab, die Schweine. Gibt's doch gar nicht. Kommt jetzt mal wieder das Geld? Haben wir wirklich so viel Minus? Gibt's doch gar nicht. Ich hätte hier abbiegen müssen. Ist besser, wenn wir hier abbiegen. Möchtest du das denn upgraden oder was? Wer das System merkt, dass ich mich ja so ein bisschen durch die Straßen durchschlängel. Oder es zumindest erzielen wollte. So. Kann ich hier vielleicht auch vergrößern? So. Jetzt müssen wir nur mal an der Strecke entlang ein paar Haltestellen setzen. Hier haben wir schon. Hier brauchen wir noch, hier haben wir schon. Hier haben wir schon. Gut, was setzen wir hier mal noch eins ran? Und sagen wir vorne noch so. Neue Linie. Von hier. Dann hier drüber. Oh, hier müssen wir eine neue Haltestelle setzen. Hier lang. Hier. Ja, wir müssen unbedingt den kleiner mal halten. Hier. Da. Da und zurück. Ich denke mal, der wird dann gleich checken, dass das hier eine Straßenbahn ist und die. Streckenführung etwas anders machen. Würde ich zumindest vermuten. So. Die nehmen wir Tram Leckenbach. So. Tun wir außen, draußen im Vorort noch eine Dings bauen. Ja, Tramdepot und so.
Und wollen wir ein paar Trams einkaufen gehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gucken wir den Takt. 101 Sekunden, okay. Und damit kann das und das ab sofort auch der Geschichte anhören, antun. Würde man sagen, eines setzen wir noch drauf. Nicht genug Geld, oh, da setzen wir keiner mehr drauf. Okay. So, wo haben wir denn noch hier? Bus Glücksberg 1. Ist auch noch sehr alt. Und wahrscheinlich auch überhaupt nicht leistungsfähig. Ne. Gut, der Bahnhof tut auch schon viel erschließen hier, ne? Wenn man es so sieht. An sich ist die Strecke eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ach, weißt du was? Ne, die lassen wir doch so. Aber da müssen wir bestimmt mal auf jeden Fall ein paar neue Fahrzeuge draufsetzen. Weil sonst werden wir hier nicht außenrum kommen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Probieren wir es mal 5 Stück. Ne, wir setzen sie doch auf Bus Glücksberg 1. Was übrigens nicht mehr Bus Glücksberg 1 ist, sondern nur noch Bus Glücksberg. So. Okay, wann die nächsten alten Fahrzeuge? Kommt jetzt langsam alles rein. Rosshaupten. Oh, das ist die Strecke. Ah, ne. Okay, jetzt sind wir eigentlich an der Stelle angekommen. Ne, hier noch fahrt er ein Boot, ne? Ist ja gut. Reicht ja. Wenn ich hoch, die kriegt jetzt einen Bahnanschluss. Die Verbindung entfällt dann sozusagen dadurch. Oder entfällt die ja? Ähnlich, was ich hier machen würde vielleicht. Eigentlich sind die ja gut angeschlossen hier, das Stück. Ich würde jetzt zwei getrennte Linien draus machen. Und wenn ich mal Schiffe gucke, was haben wir denn in Schiffen? Wir fahren jetzt aktuell mit dem. Wir können nämlich auch das hier nehmen. Das nimmt zwar nur 15 Passagiere mit, ist aber deutlich schneller. Wer ist denn unsere Schiffsflotte hier? Achtundzwanzig. Sehr hohe Betriebskosten. Ich weiß halt nicht, ob sich das Schiff lohnt. Was sich auch bestimmt lohnen würde, ist, wenn wir sagen, wir rüsten das hier auf. Ne. Das ist mir nicht wert. Sagen wir auf jeden Fall. Er macht aber halt nur nicht so viel Minus, ne? Neue Linie von hier
nach hier. Nenn diese Schiff Speed. So. Und auf die Schiff Speed Linie kommen diese Fahrzeuge. Wenn's Geld da wäre, ja. 1, 2, 3, 4 Stück. Schiff Speed. Die Güterburg fährt auch nicht mehr, oder? Okay. So. Und jetzt kommt von der Strecke, die kommen alle runter. Beziehungsweise hinten kommt die 2 weg. Wir fahren noch das Stück, das Stück, aber mit neueren Booten. 1, 2, 3. Ah, wo ist die Linie da? Also Linie zuweisen alle auf Schiff Dreisen Walderstadt. 11 Minuten, lassen wir fahren. Wie gesagt, hier Speedboot. Geht ein bisschen schneller. Kann auch halt nur 15 Leute mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal bauen wir unsere Eisenbahnverbindung hier hoch. Bis dann, tschüss.